geht's? Na? Ja, also ich muss noch einkaufen jetzt. Da habe ich, glaube ich, was für dich. Hast du einen Augenblick Zeit? Dann würde ich dir was erzählen über das Klimafasten. Ja, einen Augenblick hätte ich wohl. Ja? Was ist denn Klimafasten? Die kriegst du schon mal und alles Weitere klären wir dann. So viel du brauchst. Ich kaufe immer so viel ich brauche. Genau, und ein bisschen drüber. Ja, ich komme mit. Ja, dann erzähl mal, Jens, was ist denn so viel du brauchst? Das ist eine Aktion von 17 unterschiedlichen Landeskirchen und Bistümern, angeleitet von Miserior und Brot für die Welt. Und die Überlegung, die dahinter steckt, ist im Grunde genommen den Gedanken des Fastens, also des sich bewusst vorbereiten auf ein großes Fest, wiederzubeleben. Und da es in der Fastenzeit eigentlich auch immer darum ging, durch Verzicht oder durch bewussten Umgang und auch Weglassen von manchen Dingen, Gewohnheiten zu durchbrechen, haben die Veranstalter gedacht, Mensch, das kann man doch auch wunderbar für das Thema Klima benutzen. Weil beim Klima letztlich, wenn wir was ändern wollen, dann heißt es auch, dass wir unser Verhalten verändern. Und das wird mit dieser Aktion angeregt. Und dazu wollen wir herzlich einladen. Wir befinden uns jetzt ja vor Ostern und 40 Tage vor Ostern fängt das Fasten an. Ah, voll gut. Schöpfung und, bewahren, Neues ausprobieren, gemeinsam etwas verändern. So viel du brauchst. Genau. Und das vor allem das Neues ausprobieren ist die Grundidee zu sagen, Mensch, das ist ein überschaubarer Zeitraum, in dem gucken wir mal auf unsere Verhaltensweisen, Handlungsweisen und nehmen uns bewusst ein Thema vor. Okay, und ist das jedes Jahr ein anderes Thema denn? Oder wie ist das gedacht? Tatsächlich war es in den letzten Jahren immer so ein Rundumschlag und in diesem Jahr sieht man ja draußen auch schon. Geht's ums Backen oder was? Unter anderem um Backen, genau, aber um Ernährung allgemein. Und die Idee dahinter ist, dass quasi bei Ernährung und Landwirtschaft das so ein Bereich ist, wo man relativ viel für Biodiversität und Klimagerechtigkeit tun kann. Das ist ja auch was, das hat ja direkt mit meinem Einkauf zu tun, ne? Also das kann ja eigentlich jeder machen. Das kann jeder machen und zwar mit allem, was auf dem Tisch gehört oder was im Kühlschrank noch ist. Hm. Und wenn ich jetzt einkaufen gegangen wäre, du hast mich ja jetzt davon abgehalten, was müsste ich denn jetzt beachten? Tun? Naja, im Grunde genommen ist das ja der Anfang vom Kochen und vom Essen, weil was wir essen, kommt ja nicht erst direkt aus dem Kühlschrank, sondern wird vorher eingekauft. Und von daher fängt die erste Woche auch direkt mit dem Kühlschrank an und mit so einer Bestandsaufnahme, was eigentlich alles im Kühlschrank ist, was wir so haben an Vorräten. Also ich würde erstmal in den Kühlschrank schauen. In den Kühlschrank, okay. Ja, vielleicht habe ich ja noch ausreichend Lebensmittel für einen Wochenplan. Ach, guck mal, das habe ich jetzt gar nicht gemacht zu Hause. Das ist eine gute Idee. Vielleicht habe ich da auch irgendwas Angebrochenes noch drin. Eventuell, vielleicht auch in deinen anderen Reserven. Muss ja nicht alles in deinem Kühlschrank sein. Vielleicht schaust du da vorher erstmal rein und überlegst dir vielleicht mal, ob man da nicht vielleicht einen Essensplan für eine Woche machen kann. Das ist eine gute Idee. Das habe ich auch, also ich hätte jetzt wahrscheinlich auch Chips gekauft oder so, ich bin auch ein bisschen hungrig, ehrlich gesagt. Also wahrscheinlich würde ich Dinge kaufen, die ich gar nicht brauche. Ist das was, was man in der Woche macht? Genau, das ist eigentlich genau der Anfang von dem, dass man erstmal so eine kleine Bestandsaufnahme macht und dann sich bewusst wird, wie man vielleicht einkauft, weil es eben darum auch geht, Einkaufsverhalten erstmal zu überdenken. So viel ich brauche halt. So viel du brauchst. Also vor allem soll es ja Laune machen und es soll dazu motivieren, einfach mal das eigene Verhalten, das eigene Einkaufsverhalten auch zu überdenken. Und deswegen fängt das ein bisschen spielerisch an. Und damit geht's los. Und du hast ja gesagt, willst du bei einem Projekt mitmachen? Was genau, also das ist Projekt, das dann alles? Das Projekt ist, dass es über 7 Wochen geht. Mhm. Und du machst dich da im Grunde genommen 7 Wochen auf den Weg, gemeinsam mit einer kleinen Gruppe. Wobei, so klein sind es die Gruppe eigentlich gar nicht mehr, weil immer mehr Leute mitmachen wollen. Mhm. Und da werden wir dann verschiedene Sachen anbieten, wie zum Beispiel eine regelmäßige Klimafastengruppe, immer mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr digital. Das ist cool, da kann ich dann auf jeden Fall.
Da kannst du vor allem mitmachen und vor allem kann jeder aus dem Kirchenkreis auch sich einwählen. Und wir hatten es im letzten Jahr sogar so, dass eine Familie gesagt hat, Mensch, unsere Tochter studiert in Göttingen oder Braunschweig, ich weiß nicht mehr so genau. Und dann haben die sich quasi mittwochs verabredet und waren gemeinsam beim Klimafasten dabei. Das ist das eine. Und das andere ist, weil wir einfach richtig Lust haben, wieder was gemeinsam zu machen, dass wir uns so kleine Aktionen überlegt hatten, was wir machen können. Verrätst du die schon oder muss ich jetzt mich bis zum 2. März gedulden? Also die stehen wahrscheinlich jetzt schon alle auf der Website vom Kirchenkreis, von daher würde ich nichts verraten, aber ach, schau doch einfach mal danach. Ah, kk-rm.de, ne? www.kk für Kirchenkreis-rm für Ransau-Münsterdorf.de.